Ja, hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Ausrüstungsvideo hier bei Individuell unterwegs. Ich bin heute in Mödling unterwegs, genauer gesagt am Mödlinger Klettersteig. Der liegt jetzt schon hinter mir und ich habe noch ein paar Sachen mit, die ich euch heute gerne vorstellen möchte. Und in diesem Video hier geht es wieder um einen Ausrüstungsgegenstand rund um die Feldflasche von Stanley, zumindest so ein bisschen dazu verbunden, und zwar den Cup Stand oder schlicht und einfach Windschutz- und Kocheraufsatz für Feldflaschen, beziehungsweise auch kann auch anderes Geschirr dafür verwenden. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ja, verpackt ist das Ganze in einem Außenkarton, ist von Joel Molander, kommt aus China, kann man aber bei Amazon bestellen, man muss dann immer ein bisschen aufpassen, es ist nicht immer lagernd, einfach ein bisschen warten, es kommt dann wieder, also ihr braucht so keine Angst haben, die füllen da immer wieder nach. Versand ging relativ schnell, war, ich glaube, in 2 oder 3 Wochen war das da. War okay, absolut im Rahmen, sogar ein bisschen schneller als ursprünglich angegeben. Top. Kostet, ich weiß jetzt gar nicht, was waren das? Schaut es einfach nach, aber war im niedrigen zweistelligen Bereich auf jeden Fall. Das Ganze ist ein Edelstahlteil. Ist leider verpackt, doch mal in eine Kunststoffhülle. Die hätte man sich echt sparen können, weil das Ding ist rostfrei, weil Edelstahl, also für was das nochmal eingepackt ist, weiß ich nicht. Es kommt dann hier nochmal mit so einem Anhänger, da allerdings echt mit einem Hanf, mit einer Hanfschnur. Ja, ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen näher. Ist also aus Edelstahl. Hier drunter kann man dann einen Trockenspirituskocher, zum Beispiel einen klassischen SB-Taschenkocher, reintun. Oder auch meinen Trangia oder auch theoretisch einen Hobo oder so. Man kann dann hier auch nachlegen, wenn man irgendwie einen Hobo oder Trockenspirituswürfel verwendet. Hinten noch ein bisschen Lufteinlass. Die klassische Nierenform, passend zu den US-Feldflaschen, passt aber auch auf die Stanley Steel Canteen, das zeige ich euch dann gleich. Und ja, ich würde sagen, ich baue das jetzt einfach mal auf und dann probieren wir das einfach mal, ob das vernünftig funktioniert. Man kann entweder hier die Feldflasche draufstellen, ich kann aber auch meinen Topf draufstellen und wie gesagt, das geht sich auch schön aus, den da drüber zu tun. Gut, ich würde sagen, ich feuer mal den Trangia an
Vorher muss ich dann allerdings noch ein bisschen Brennstoff nachfüllen, so wie es ausschaut. So, so schaut das Ganze aus nach dem ersten Betrieb. Ihr habt es gesehen, ich habe mit zwei Holzästen da in die zwei Öffnungen reingefahren, habe damit den Kocher runtergehoben, um mich nicht zu verbrennen. Eines, was mir auffällt, ist, dass in dem Bereich, wo die größte Hitze war, das Blech leicht durchhängt. Man sieht auch schön die Anlassfarben. Also es wird in dem Bereich natürlich sehr heiß vom Spirituskocher. Aber grundsätzlich ziemlich gut. Der Topf hat wirklich einen sehr guten Stand. Und das ist eigentlich das, was mir primär gegangen ist. Weil auf dem Windschutz vom Trangia-Kocher, das ist irgendwie nicht so ganz das stabilste System. Das funktioniert mit dem deutlich besser. Von dem her funktioniert, Wasser hat gekocht. Und ja, ich würde sagen, gutes Teil. Wie gesagt, es passt gut über die Feldflasche drüber. Und jetzt werde ich noch probieren, wenn das dann ausgekühlt ist, noch in die Tasche, die ich für meine Feldflasche habe, noch mit reinzupacken. So, ich habe also da jetzt den
Cupstand und werde es jetzt so einpacken, dass der Bogen quasi an der Hüfte anliegt, so wie das gedacht ist. Das heißt, ich stecke den einfach hier rein, das passt wie angegossen, ich kriege den auch gut wieder raus. Also es funktioniert tadellos, Kocher rein, Flöteflasche dazu, sitzt wunderbar, das Band drüber, zugemacht, alles wunderbar fixiert, es wackelt nichts, es klappert nichts. Top! In dem Sinne, wünsche ich euch ja, alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut, dass es rauskommt, bis zum nächsten Mal, euer Chris.